Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Spartanern. Wir werden gerade angegriffen von den Massassyliern, wenn jetzt hier schön gesandwiched. Deswegen müssen wir die jetzt hier schnell fertig machen. Doch, das wird eher ein kleineres Problem sein. Ich glaube, die Fernkämpfer hier sind in der Masse zu stark. Müssen wir gucken, wie sie es machen. Der eine hat viele Steinschütter, der andere hat, hat mehr Speerkämpfer. Also Speerwerfer im Grunde genommen eigentlich. Ich verstehe nicht, warum sie die gleich genannt haben. Das ist mehr deutlich eigentlich, aber na gut. Die Verstärkung bietet auch noch ein paar Fernkämpfer und das ist ein Problem. Denn die feindlichen Fernkämpfer sind das, was uns am meisten zusetzt. Doch, da gucken wir, wie wir uns durchsetzen wollen hier. Erst werden wir die erste Armee fertig machen, die Hühner des Gurziel, glaube ich. Danach gleich die zweite. So sieht's aus. Das wäre eine ganz gute Idee, in der Reihenfolge das zu machen. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier am besten mache. Ich glaube, ich gehe hier über die linke Flanke. Also von mir aus dann rechts dann. Nicht mich hier oben über dem Wald kloppen. Wenn ich nämlich beim Wald kämpfe, haben die Fernkämpfer schlechtere Trefferrate. Und meine Kavallerie will ich irgendwie verstecken, dass ich mit der Kavallerie dann komme. Wenn er gerade nicht damit rechnet. Und so ein großer Hügelunterschied ist ja nicht mal. Nee, kann man nicht hinstellen, das ist Klippe. Und das ist ein guter Punkt zum Campen, hier, um ehrlich zu sein. Aber wir wollen nicht campen. Das machen wir nicht. Probiert und bereit für euren Befehl! Zu Befehl! Heroikoi! So, ich stecke mal auf die 4. Die 5, 6 und die 7. Kann ja nicht wirklich verstecken, oder? Ich glaube, ich stelle die mal lieber hier hinter hin. So. War die 6. So, Blinkermodus aus. Blinkermodus aus. Wollen wir die mal hier behalten, ein bisschen zu spähen, wo sich alles befindet. Mal hier rüber. So. Ah, der kommt auf mich zu. Gut. Ich glaube, hier drüben kann ich mir schon die Fernkämpfer schnappen. Oh, du, sieht aber ganz schön eng aus. Wir uns mal hier dort lang rennen. So, du machst mal hier bitte fertig. Ich bald nun weiter hier mal zum Spähen. So, und du schnappst dir mal die hier. Direkt. So, ich möchte dich hier im Wald behalten weiterhin. Oh ja. Das hat schon reingehauen. Der erste Trupp ist schon eingeschlagen. Super, hast du gut gemacht. Das super, brauchen wir schnell den hier. Super. Oh, da sind wieder welche.
Mach die schnell fertig. Na komm, die kriegst du ja noch locker. Schickt Unterstützung, nee, tut er nicht, super. Ist noch überwiegend Steinschilder, oder? Hier hinten, ja. Die machen, setzen wir am meisten zu. So, fühle ich mich wieder nach weg. Hier. Gehen wir jetzt hier auf die Steinschilder auf. So, ich stelle mal hier hin. So, die 5 hier rüber. Die 6 da hinter. Ja, die Moral wankt. Schade. Aber die haben nochmal einen hier zum Brechen gebracht. 2 sogar. Jetzt hier uns überschlappen, bevor die uns überhaupt beschießen. Dann dürfte es noch reichen. Ja, 20 Mann. Die Steinschilder hier bitte fertig. Der ist jetzt auch mal gebrochen, super. Weiterer Beschuss. Jagt die mal hier bitte weiter. So, machst du mal die hier noch fertig. Oh. So, wo ist unser General? Hier. Gibt's einen Support bitte? So, 18 Mann haben wir noch. Die 18 Mann müssen jetzt alle hier den Trupp fertig machen. Na, der hat's wieder gesammelt, schade. Aber egal, der wird jetzt hier ganz schön zusammen mit der Bad. So. Und euch führen wir hier rüber. Einen behalten wir mal hier. So, der Trupp hier ist fast komplett weg, aber er hat sich noch gut meistern können. So, Angriff bitte. Unser General wird angegriffen. So, ziehen dich mal zurück. Ist genug Arbeit geleistet. So. Führe dich mal hier rüber. Du machst für die Steinschütter hier fertig. Na, ich bin noch in Überzahl, aber meine Männer sollten vielleicht nicht drauf schießen. So, die Kavallerie darf jetzt mal hier die ausschalten. Super, fein gemacht. Okay, du schaltest hier noch ein paar aus, hoffentlich. Oh, schon 5 hat gekillt, ey, und du hast 400. Ordentlich. So, mach heute den hier fertig. Numidische Adelsinfanterie hier. Schrägstrich Knollnaseninfanterie. So. Fahren wir mal fort. Manche Leute haben hier gerade mal 9 Kills, wie ich es richtig gesehen habe. Ja, hier. Der zum Beispiel. 0. 476. Keiner mehr verloren hier wirklich. Erstaunlich. Manchmal haben sie sogar gar keine Männer verloren fast. Trotzdem extrem viele Kills. Boah, sind hier viele Flüchtlinge unterwegs. Na gut, pushen wir hier mal ein bisschen die Erfahrung weiter. Ich
bei dem hier noch weiter. So, spulen wir ein bisschen vor. Die Männer wanken. Hey, hey, die wanken immer noch. Schlacht schon nichts gewonnen, trotzdem wanken sie. Oh naja, okay, sollen sie machen. Was für ein Flüchtlingsstrom hier, ey. Na komm, die 1000 Kills kriegen noch mit denen hier. Mit einem einzigen Trupp 1000 Kills, ey. Heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. So, schauen wir uns jetzt mal die hier. So, 1000 haben wir schon, cool. Wie habt ihr? 543, ich hab 1042, cool. So, schauen wir uns mal auf den hier. Ja, lass sie wanken. Mensch. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Na gut, das reicht mir jetzt. Der eine Trupp hat über 1000 Kills, das ist ein Hammer wert. 1000 sind schon eine Menge. Finde ich sehr gut. So. Wir haben aber ganz schön ausgeteilt. Die haben teilweise gar keine Kills gemacht hier. Und sind fast komplett weg. Finde ich gut. Aber 6120 Mann haben sie aufgestellt. Ach du meine Scheiße. Doppelt so viel wie ich. Ich hatte schon viele Männer gehabt. Der Eintrop hat deswegen auch über 1000 Kills. Oh mein Gott, ey. Der hat so viele von denen getötet. Aber die haben alle nur ein bisschen Männer verloren, nicht alles. Naja. Die Gefangenen töten. Das ist automatisch. So, mach mal hier. Defensivstellung. Kein Mann verloren, super. Schlacht gewonnen. Gut, jetzt sind die Numidier offiziell Teil der Geschichte. So, aber hier haben wir noch eine kleine Schlacht. Oh, sieht richtig cool aus gerade die Animation. Die finde ich auch richtig cool. Also ich finde die Animation hier richtig schnitt gemacht. Wie sie hier gestellt haben. So, erstmal hier besetzen. So, okay. Hier mal Admiral erhöhen. Unbezwingbare Republik erhöhen. Okay, hier machen wir weiter. Ah, ich habe meine Feuertropftriegerin verloren. Nicht gerade sehr schön. Finde ich echt nicht schön. So, uns mal Söldner dazu. Ich sehe es schon kommen, der greift gleich hier an. Werde ich erstmal jetzt nichts bauen. Warte mal, den kommen wir oben auf den Hof hier. Und den machen wir auf den Viehweide. Wie viele Regionen haben wir zum Besitz? Satte 56. Okay, gehen wir erst wieder nach der Liste. Als erstes bewegen wir mal Nikomedes. Bewegen wir mal hier rüber. Ascanius. Du kommst jetzt nämlich hier rüber. So, Ferenike. Bewegen wir hier weiter. Ich will ein bisschen mehr spionieren. Und du bewegst dich auch mal weiter. Du musst jetzt hier oben durchs Barbaren-Territorium marschieren. Das kann ich schlichtweg nicht tun. Geht's nicht weiter? Oh, das ist Wald. Im Weg. Im Weg.
Wie kann ich euch dienen? Gehen wir nach hier. Wie kann ich euch dienen? Berenice oder Berenike. So, der Zorn des Poseidon. Für Tod und Ehre! So, da wollt ihr plündern gerade, wie ich sehe. Vernichtet sie! Genau, vernichtet sie. Mal defensive Stellung. Die Flotte ist sowieso komplett weg. Ich verstehe nicht, warum wir den Arawak jedes Mal die Flotte zerstört, wenn sie verlieren. Aber für mich soll es nur gut sein. Gehen wir hier so weiter. Ich erwarte eure Befehle. Alle Mann an die Ruder! So, du gehst mal hier rüber. Wir erwarten einen neuen Kurs. Möchte ich jetzt hier nicht unendlich Männer weiter verlieren? Hier ist einer geupgradet. Du bist geupgradet. Okay. Gut, dann machen wir hier weiter. Wir hatten schon die Söhne des Ares. Die sind jetzt hier unten. Okay. Kommt jetzt zum Angriff. Ziemlich eindeutige Sache eigentlich. Niederlage, Pyrrhus Sieg. Aber viele Verluste. Na gut, machen wir mal ausgleichende Stellung. Pyrrhus Sieg, zwei Spartaner mussten dann glauben. Schade. Wisst ihr was, wir unterwerfen jetzt einfach hier. Krieg zwischen Arabia Felix. Aber dann habe ich auch keinen Stress hier mit weiteren Rebellionen. Was ist das in der Richtung? Ihr gehört jetzt mir quasi. So, holen wir uns mal Söldner dazu. Nehmen wir mal. Wir haben ja gar keine Kavallerie hier. Ich glaube, Nahkämpfer haben wir genug. Nehmen wir mal Söldner, Speerkämpfer 2 dazu. Und ziehen jetzt mit Gewaltmarsch wieder ab. So. Die Söhne Ares, die Herkules-Schar, die Boten Thanatos. Ihr wollt mich da wohl verarschen, oder? Naja, egal. Die Faust des Zeus. Die ist schon beschäftigt. Die Donnerschläge des Zeus ist beschäftigt. Dr. Beerbrut, die 300. Ach, du kommst mir hier hinterher, bitte. Der Biss des Basilisken. Gut, du musst jetzt keine weiteren Gedanken machen. So. Auch hier werden wir wahrscheinlich erstmal belagern. Was haben wir hier für schöne Pekiniere? Wir haben hier spartanische Pekiniere und wir sehen hier, wir können sogar Sachen bauen, die wir sonst noch nie benutzt haben. Und ich glaube, das nutzen wir auch diesmal richtig. Wir bauen mal eine Schild, also wir bauen erstmal einen leichten Belagerungsturm. Zwei Stück. Leichten Rambock. Schildkröte. Zwei Stück und das war's dann. Die Siedlung wird belagert. Kapitulation 6 Runden, cool, dann kann ich alles ausbauen. Zu euren Diensten. Finde ich ja doch schon cool. Okay. Gut, Geld haben wir, jetzt können wir mal gucken. Nein, so wie es gleich machen. Okay, so geht's gut. Libyen, was brauchst du denn? Du hast eine unzufriedene Bevölkerung. Warum denn? Was haben wir denn getan? Einfach ein Hain der Nymphen. So, ein bisschen mehr Zufriedenheit wäre. Könnt ihr hier nicht schaden. Ah, hier wurde schon dort gearbeitet. Italia ackert auch schon heftig, festig dran. Na gut, Afrika. Macht's auch ganz gut. Okay. Makedonien. Ihr macht minus 4. Erklär mir mal bitte warum. Instabilität der Provinz.
Armung, Steuern und Sklaven. Stabilität wird noch sinken, kriegen wir plus 1 später. Verarmung, welches Gebäude bringt denn die Verarmung? Du bringst Verarmung. So, halt es mal weg. Mesopotamien, da fehlt uns ja noch ein bisschen. Deswegen können wir nicht optimal hantieren, trotzdem wird es schon besser. Minus 7 haben wir jetzt hier noch. Vielleicht haben wir plus 2 und plus 4. Hier mal das Doppelte, das ist gut. Okay, Nabatea. Minus 7, das gefällt mir nicht so sehr. Ich würde sagen, wir reißen mal hier eiskaltes Gebäude ab. Mauretanien. Die Mitte wollte ich noch nicht bauen, weil ich glaube, da wird gleich angegriffen. So, hier wollen wir auch nichts weiter bauen. Hier sind wir soweit zufrieden. Hier müssen wir warten. Galatia et Kappadokien Ägyptus. Ah, stimmt. Hier ist ja noch was. Wir sind 3 in der nächsten Runde fertig. Ist gut. Jetzt noch mal hier das Problem. Sardinia et Corsica. Wir bauen hier einfach mal stattdessen eine Herberge. Geht ja auch darauf. Hier wollen wir lieber einen Fischereihafen stattdessen. Nahrung. Wollen wir jetzt erstmal nicht weiter verballern. So, Hellas. Auch du kannst auf Nahrung bauen. Mal hier drauf. Ägyptus hat ein Nahrungsmittelproblem. Bauen wir mal ein hellenistisches Dorf für Getreide. Galatia hat Kappadokia. Da können wir jetzt gerade wenig tun. Okay. Mal gucken, wir bringen am meisten Makedonien. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir sogar mal heute den Part ein bisschen früher. Ich gucke gerade auf die Uhr, ich muss eigentlich gerade los. Gut, tut mir leid für euch, aber ist ja nicht so weit schlimm. Dafür kommt morgen wieder der nächste Part. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.